Der entscheidende Satz in der Rede eben war, die Planungspolitik der letzten Jahre mitgestaltet hat. Ich habe ihn kennengelernt. Wir hatten eine Ortsberatssitzung, viele Bürger waren da. Ich glaube so an die 150 Bürger, die Bebauung der grünen Lunge nicht wollten, die Erhaltung der Frischluftzone wollten. Und Mike und Markus waren damals voll drauf, dass sie diese Bebauung wollten. Das ist so mein Kennenlernerlebnis und seit der Zeit beobachte ich diese Politik und ich sehe, dass er persönlich, will ich gar nichts dazu sagen, das ist blöd, wenn man jemanden persönlich bewertet. Es geht um die Politik, um die Inhalte und er steht für mich für eine Politik der Stadtzerstörung, weil er Klimakrise nicht in seine Planungspolitik mit einbaut. Was heißt das? Das heißt einerseits, Zerstörung von Grünflächen werden mit eingebaut, Frischluftschneisen sind nicht so relevant. Gelernt hat der frühere Planungsdezernent inzwischen, das Mikroklima ernst zu nehmen. Da legen sie bei dem Stadtteil der Quartiere großen Wert drauf. Aber Makroklima, Frischluftschneisen spielt keine Rolle. Bebauen wir doch einfach mal die grüne Wiese. Wachstum ohne Ende, es gibt keine Grenzen. Statt eine Debatte darüber zu führen, wie kann das Wachstum gesteuert werden? Wie kann Frankfurt nicht ersticken an einem Wachstum intern? Wie kann zusammengearbeitet werden in der Region? Da gibt es praktisch nichts, was im Konsens vorangetrieben wird. Also, Lebensqualität ganz dünne bei diesem neuen Stadtplanungsdezernenten. Zweitens, die neuen Anforderungen, da bin ich gespannt, ob die überhaupt begriffen werden. Wir sind in einem Zeitalter, wo inzwischen drüber geredet wird, über graue Energie. Das ist positiv. Wir hatten mal eine Zeit, wo es von Seiten der SPD hieß, abreißen, abreißen, bauen, bauen, um das übersetzt zu sagen. Heute wird das vielleicht ein bisschen differenzierter gesehen. Aber der Hochhausplan, das Positive zum Hochhaus wird weiter hier gefeatured in Frankfurt, mit Freude sogar begrüßt über die Ressourcenverschwendung, die ein wirklicher Wolkenkratzer mit sich zieht, macht man sich keine Gedanken. Über die Massen von Beton, auch alten Beton, die da verbaut werden, wo CO2 produziert wird, macht man sich Gedanken, ja. Aber gebaut, erlaubt, wird es trotzdem mit den alten Sachen weiterzubauen. Das ist die eine Seite. Lebensqualität und die für diejenigen, die in der Stadt sind, dass die erhalten wird und dass deswegen eine Stadtplanung ganz anders ausgerichtet werden muss. Wir müssen ganz andere Ziele haben. Wie weit geht das Wachstum, dass es mit der Lebensqualität verträglich ist? Wie erhalten wir die Grünzonen, ohne die Lebensqualität in anderen Bereichen zu verringern. Aber der zweite wichtige Punkt ist der soziale Aspekt. Wir leben in einer der reichsten Städte Deutschlands und wir haben Wohnungslosigkeit hier in Frankfurt. Leute kriegen keine Wohnung, das muss man sich vorstellen. Es wird mit Geld argumentiert, dass wir keine Wohnung bauen können. Ein Land wie Finnland, was wirklich ärmer ist wie wir, andere Länder, lösen diese Probleme oder gehen da dran und kommen Stück für Stück vorwärts. Frankfurt, ja, wir haben Wohnungslosigkeit, wir versuchen hier Wohnungen zu kriegen, da mieten wir was im Hotel an. Das ist wirklich sowas von rückschrittlich, sowas von unsozial. Das ist keine Planungspolitik, die den Menschen in den Mittelpunkt setzt, auch auf dieser Ebene nicht. Also, wir sagen, eine zukünftige Planungspolitik muss Schluss mit Ressourcenverschwendung machen. Keinen weiteren Hochhausbau in dieser Form. Das Juridikum muss erhalten bleiben. Die städtischen Bühnen müssen nicht als Spiegellösung geplant werden und nicht in die Kommerzzeile, die Kulturmeile heißt, sondern sie soll da saniert werden, wo sie steht. Moderne Elemente mit alten Elementen gekoppelt werden und das geht. Es gibt eine Menge Architekten, die das in Frankfurt so sehen, aber die Stadt verschließt sich davor. Ich weiß nicht, welche Prestigeobjekte da eine Rolle spielen. Das alles, dieses neue, nicht aufgreifende, aus welchen Gründen auch immer, was er als Professor macht, weiß ich nicht. Vielleicht macht er da gute Sachen. Aber als neuer Planungsdezernent bin ich da nicht so hoffnungsvoll. Aber ich muss zugeben, die Ursula Busch hat mal wieder einen Genossen prima verkauft. Du solltest Marketingmanagerin werden.
aber ansonsten wenig gewesen und wenig Visionen sind in der letzten Zeit rübergekommen. Ich denke mir, da muss außerhalb des Parlaments mehr laufen, um diesen Planungsdezernent in die richtige Richtung zu weisen, so wie wir das bei der Grünen Lunge auch geschafft haben. Danke.